Seit Wochen stellen sich viele diese Frage: Was läuft zwischen Oliver Pocher und Cora Schumacher denn nun wirklich? Oliver Pocher, heimliche Affäre mit Cora Schumacher? Kaum zu glauben, was für eine Bombe Cora Schumacher, 47, vor ihrer Abreise ins Dschungelcamp platzen ließ. Gegenüber der Bild-Zeitung behauptete die Ex-Frau von Ralf Schumacher, 48, dass sie eine Affäre mit Oliver Pocher, 45, hat. Immerhin stichelte der zuletzt noch gegen seine Ex Amira Pocher, 31, weil die sich angeblich respektlos und indiskret bezüglich ihres neuen Verehrers Christian Düren, 33, verhält. Nun kam heraus, er soll angeblich selbst seit Monaten eine heimliche Affäre haben. Seit Oktober sollen sich der Komiker und das ehemalige Model Lautbild Das Bett teilen, haben viel Spaß zusammen und verstehen sich angeblich gut. Ist Cora etwa die tröstende Schulter, die Oli nach seinem Herzschmerz gebraucht hat? Cora Schumacher erklärte vor Jahren: Bis der richtige kommt. Möglich, der Blondine dürfte ein neuer Mann an ihrer Seite gut tun. Schließlich soll sie seit ihrer Trennung von Ex-Rennfahrer Ralf 2015 Single sein. Auf die ganz große Liebe wartet sie seitdem vergebens, bis jetzt. In früheren Interviews betonte sie schon, bis der Richtige kommt. Kann ich mich weiter ausprobieren? Vielleicht hat sie sich nun genug ausprobiert, findet in Oliver Pocher ihr neues Glück. Den Segen von Amira haben die beiden jedenfalls angeblich erhalten sie soll von der Romanze wissen und sich für den Vater ihrer zwei Kinder freuen. Schwer zu glauben nach dem, was er zuvor alles Negatives über die Österreicherin gesagt hat.